trinke. Ja? Also wenn die Uhr tickt, dann nicht mehr essen, sondern stopfen. So, fragen wir mal das Publikum, wer glaubt, sie wird gewinnen? Wird es der Michael sein? Dann bitte jetzt Hand hoch. Wer ist für Michael? Michael, kleiner Fanclub. Für Alexander im roten Pullover bitte jetzt Hand hoch. Yeah. Da drüben, ja, haben wir auch einen. Ja, weil wir haben die da oben vergessen. Die sind ja überall noch. Stimmt, so, ja? Stimmt. Und? Der Alex in Lila? Ja, da gibt es auch einen. Also der hat Fans. Zwei. Ja, weil ihr habt Fans und bitte mit anfeuern, helft ihnen beim Krapfenwettessen. Dann würde ich sagen, wir legen los. Auf die Plätze, fertig und los! Da wird geschmatzt. Der erste greift schon zum Doping. Energie. Aber bitte, schau an. Man ist Michael ist schon gut, ist schon beim zweiten Kampf. Wobei er hat den ersten noch im Mund. Naja, gut. Aber den zweiten wird er in der Hand zum Nachlegen. Genau. Ich finde es auch interessant, die Technik. Da wird zum Beispiel gerissen. Ja? Alex? Es gibt ja auch die Randspeiser und dann in die Mitte hinein. Oder da gibt es die, die einfach eine reinstecken. Meine Damen und Herren, nicht vergessen, jetzt gerade Krapfenaktion von ihrem Merkomarkt. 24 Stück Krapfen um 5 Euro. Allerdings nur bis 16 Uhr, also nur 25 Minuten haben sie Zeit. So, dann Michael mal einen kräftigen Schluck. Hier wird nachgelegt. Das heißt, wir sind schon drei Krapfen weg. So, und jetzt hören wir den Minutenticker. Eine Minute noch Zeit. Hast du hier schon abgeschmissen? Nein, noch nicht. Erst wenn er weg ist, erst wenn der Teller leer ist, wird. Aber okay, so, der Alex im Mittelrand geht in den Krapfen 4 hinein. Er sagt sich, in der Ruhe liegt die Kraft. Schnell und... Gut. Hier wird der vierte Krapf gegessen, da wird der dritte Krapf gegessen, da wird auch der vierte. Stopft schon, der Michael ist ein Siegertyp, der wird gewinnen. Und einen Applaus einmal, meine Damen und Herren, zwischen. Ein Siegertyp, jawohl. Bei Michael schaut es schlechter aus. Nur nicht ablenken, die Kandidaten. Nur nicht ablenken. Sagen Sie nicht zum Lachen, sonst sehen wir den Krapfen wieder. Großes Krapfenwettessen, nur mehr wenige Sekunden hier bei uns auf der Bühne. Krapfenwettessen! Ein Krapfen abgelegt. Und der Donk. Ein Rennen der Superlative, könnte man sagen. So, wie schaut's denn jetzt momentan aus? Hast du aufgepasst bei Michael, der übrigens gerade noch... Also wir beginnen bei Michael vielleicht, ja? Das wäre der fünfte gewesen. Also vier hat mein Michael auf der Seite, dein Alex, wie schaut's da drüben aus? Nein, Alex, ich hatte vier. Vier? Das wäre quasi der fünfte, ja? Ja. Und er hat fünf ganz verschlungen. Jawohl! Bis auf ein zwei Blecker Marmelade, aber die lasse ich gelten. Ja? Und er wäre auch, glaube ich, bereit gewesen für den sechsten, oder Alex? Ja. Du hättest ihn gegessen. Ja. Wenn ich dir noch 2 Euro, ja natürlich, Gutschein drauflege, isst du ihn für mich? Ja, natürlich. Ja, ich weiß nur, weil ich in nächster Zeit keine Krapfen essen kann, nämlich der Michel. Vielleicht neben der Bühne. Ja. Gut, seinen Preis reichen wir ihm nach. Wir kommen jetzt mal zur Übergabe von einem 20 Euro Merkur Einkaufsgutschein. Herzliche Gratulation, Alexander. Also, Alex, wir waren gut aufgestellt. Wir gratulieren. Du kriegst doch was. Du kriegst auch was. Alex. Auch für dich gibt es nämlich einen 2 Euro Ja-Natürlich-Gutschein. Er hat, na Moment, du hast gewonnen einen Gutschein, nämlich 20 Euro. Genau, ist da drinnen. Einfach reinschauen, aber einfach auf 2 aufgeteilt. Für dich gibt es 2 Euro und ein Klebersackerl noch dazu. Und den Michael tragen wir schon an. Den bringen wir es nach, der hat momentan ein bisschen mit den Krapfen zu kämpfen. Aber ich hoffe, es wird ihm bald wieder besser gehen. Krapfenkrämpfe. Na gut, danke.